Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Transratte und ich renne mal wieder in DayZ rum auf dem Motoserver. Das hier ist, wie ich schon des Öfteren erwähnt habe, ein Kill-on-Site-PvP-Server. Und da hinten an der Base war gerade einiges los, aber ich möchte eigentlich hier weg, denn da hinten ist das Airfield. Und ich wollte eigentlich mal in eine andere Region, weil immer nur am Airfield rumgammeln ist auch ein bisschen langweilig. Deswegen denke ich mal, ich spotte hier mal kurz ein bisschen die Umgebung ab und dann werde ich mich mal hier verkrümeln. Links von mir ist eine, ja, ich will es nicht Stadt nennen, da stehen so zwei, drei Häuser und da ist eine Wildcat gelandet. Und da wollte ich ganz gerne mal gucken gehen, was da so los ist. Es gab auch einen großen Knall, keine Ahnung, ob die abgestürzt ist oder irgendwas abgeschossen hat. Da steht ja auch noch eine Wildcat auf dem Dach. Die Base ist sogar offen, da oben ist ein Tor auf. Oh, da war einer. Ghillie Suit, AS-50. Mr. Greenout. Jetzt hat er einen Blackout. Jedenfalls war das wohl ein VIP-Spieler. Bin ich auch, weil ich sehr, sehr viele Spieler auf diesen Server gebracht habe, haben mir die Admins VIP-Ränge verteilt. Deswegen kann ich auch mit der AS-50 und dem Ghillie Suit und so herumrennen. Und er hat eben halt das gleiche Setup mit einer schallgedämpften Maschinenpistole. Und das bekommen so eigentlich tatsächlich nur VIP-Spieler. Demnach ist es auch egal, dass ich ihn gerade getroffen habe, weil er kann damit ja wieder spawnen. Finde ich eigentlich ein bisschen blöd. Allerdings aber auch ganz cool, weil wenn man hier spielt auf dem Motoserver, dann weiß man halt einfach, dass hier ist ein PvP-Server und für mich als Videomacher ist das natürlich super cool, weil dann kann ich hier direkt Action liefern und muss nicht erst noch 2 Stunden durch den Wald rennen oder so. Hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Ich spawn selber ganz gerne noch als Survivor. Da ist ein Gegner. Der dürfte mich gesehen haben, definitiv. Ja. Er wartet auf mich. Aber ich warte auch auf ihn. Was machen wir denn da jetzt? Vielen Dank für die wunderbare Schussbahn. Down. Ich habe lieber zweimal geschossen, weil manchmal, ihr wisst das ja, ne? Armer Engine. Brauche ich ja nichts zu sagen. So, wo war ich stehen geblieben? Nochmal so 2, 3 abschließende Worte zum Server. Man kann eben halt, je nachdem, ob man Bandit oder Hero ist, mit verschiedenen Dingen spawnen. Man kann sich sogar seine Spawn-Region auswählen. Also man wählt sich erst seine Klasse aus, die man spielen möchte, und dann die Spawn-Region. Und dann hat man hier halt einfach Spaß. Okay, den Knall, den ich da wahrgenommen habe, der kam wahrscheinlich von diesem Helikopterabsturz. Und hier ist auch ordentlich was los. Also man hört hier immer wieder verschiedene Waffentypen. Allerdings sehe ich keine Sau. Aber ja, da hört man zum Beispiel gerade eine AK, wenn ich mich nicht irre. Dahinter, also hinter dieser Anhöhung, sind die Häuser zu sehen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Jedenfalls ist in dieser Region auch die Wildcat runtergegangen und der Sache würde ich mal auf den Grund gehen. So, bin ich geschützt? Relativ, ne? Also, mit einem Ghillie Suit immer schön in die... Büsche legen, da war doch einer. Jo, da ist einer. Auch im Ghillie Suit, auch mit AS-50 oder anderer großen Sniper-Rifle. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das der Typ ist, den ich vorhin abgeknallt habe, weil er eben halt hier in der Region spawnen kann. Aber er rennt nicht übers Feld. Wo ist der denn? Der ist bestimmt zur Absturzstelle gelaufen, um zu gucken, ob da Loot liegt oder so.
Da kommt er. Mr. Greenout. Hello again. Oh yeah. Gut, haben wir ihn auch weggeholt. Dann versuche ich jetzt mal weiterhin zu diesen Häusern davor zu rücken. Zombies auch vertreten. Dann wäre ich da schon gar nicht so offen hingerannt, weil jeder, der DayZ-Mod spielt, sollte eigentlich wissen, da wo Zombies spawnen, sind Spieler. Ansonsten gibt es keine Zombies. So. Gut, dann mache ich mich mal weiter in Richtung Häuser auf. Ah, was haben wir denn da? Nicht, dass der in den Helikopter einsteigt, wa? Alter, ich hasse es, diese Drecks-Engine manchmal. Ich habe definitiv über die Mauer geschossen, nicht gegen die Mauer. Ach, shit. War klar, ey, wenn du den ersten Schuss verkackst, ne? Huch. Entschuldigung, Helikopter, wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich den da treffen. Verdammt nochmal. Stirb. Endlich. Fast verkackt, weil so eine, ich nenn's einfach mal Hitbox von der Mauer falsch gesetzt ist, ey. Ich hasse das ja auch, wenn man zum Beispiel durch Zäune nicht durchschießen kann oder so, wo Lücken sind. Zum Kotzen. Jedenfalls bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der sich für die Wildcat interessiert. Und deswegen renne ich jetzt natürlich nicht einfach dahin und guck und... Oh, Helikopter, geil und Patz tot. Nee, nee, nee. Erstmal wieder ein bisschen die Gegend hier abspotten. Aber... Die umliegenden Wälder scheinen ruhig zu sein. Da liegen aber echt viele Leichen, Alter. Das ist schon lustig. Oh, da schreit ein Zombie. Das machen die eigentlich nur, wenn ein Spieler in der Nähe ist. Ah. Sieh an, sieh an, sieh an. Ein Frischling. Aber selbst ein Frischling kann mich von hinten mit einer Pistole killen, ne? Ich bin hier so gut geschützt, der Typ, der rafft gar nicht, dass ich da bin. Na komm. Sorry, aber das ist mir definitiv zu riskant, wenn da noch ein Helikopter steht. Außerdem, wie gesagt, Motoserver. Hier ist das eigentlich relativ egal. Ich meine, klar, es ist zwar scheiße, aber trotzdem. Ich habe einen Rucksack, ich habe eine Schnellfeuerwaffe, allerdings habe ich keine Munition für diese, weil irgendwas war da hinten los. Das war mir dann doch etwas zu riskant. Aber ich kann ja gleich nochmal looten gehen. Oh. Down. Also der Tausi ist echt super. Perfekte Sicht. Ich habe gerade noch einen Schuss gehört. DMR oder CZ? Ich denke eher DMR. Ja, klingt nach DMR. Aber ich weiß nicht von wo. Das ist immer so ein bisschen riskant hier. Okay, hinter mir ist relativ frei. Mega Spannung hier, ey. Ich bin hier nicht alleine. Hier rennt locker noch irgendwo einer rum. Wo ist der Typ mit der DMR? Ich fummel mir schon wieder im Bad rum, ne? Ich weiß, sorry Leute, das mache ich immer, wenn ich konzentriert bin oder angespannt. Acht Schuss, zwei Magazine. Allerdings nicht voll, aber dürfte reichen. Ich muss halt nur treffen. Ja, ja, verschanzt in einem Haus... vor dem eine Wildcat steht. Super sicher. Allerdings gehe ich ganz stark davon aus, dass man mich jetzt hier in diesem Haus nicht wirklich vermuten würde, sondern eher
in den Büschen oder in irgendeiner Tanne oder sowas. Zumindest die Leute, die wissen, dass hier ein AS-50-Schuss herkam, die... Oh, hallo. Okay, vergesst es. Konzentration. Ja, leg dich hin. Mitten in die Fresse. Okay, ich hoffe, das war die DMR. Weil dann könnte ich mal kurz rausrennen. Da hat noch irgendeiner eine AK. Und ich glaube auch mit Munition. Die werde ich mir dann mal eben ganz kurz besorgen. Oder versuchen zu besorgen. Ich meine, klar, ich habe zwar meine Maschinenpistole, aber bis da einer umkippt, das dauert eine Ewigkeit. Außerdem ist das hier ein amerikanischer Server. Und demnach haben die Leute natürlich bei sich einen niedrigeren Ping und bei mir halt einen höheren Ping. Und deswegen hätte ich schon ganz gerne mal noch eine AK für den Nahkampf. Weil im Nahkampf mit einer AS-50, das ist ein bisschen scheiße. Na? Ah. Moment. Shit. Blut, jawohl. Clank. Tut mir leid, Clank. Ich glaube, das war die DMR. Glück gehabt. Gut, dass ich nicht einfach so rausgelaufen bin. Nee, was ich jetzt erzählen bzw. erklären wollte, ist ja klar, es führt dann zu Ping-Lags, ne? Das heißt, wenn ich schieße, ist der Typ schon längst woanders. Und das verschafft mir natürlich einen Nachteil. Ich habe jetzt hier einen Ping von 180 und dann im Nahkampf mit einer Sniper-Rifle. Ha. Ja, ja. So, aber ich glaube, jetzt kann ich mal rausgehen und mir die AK besorgen. So, aber ich behalte trotzdem noch kurz die AS-50, weil hier ist gerade nicht unbedingt was los, sondern eher auf Distanz. Und deswegen ist das dann, glaube ich, doch noch etwas besser, wenn ich diese Waffe in meiner Hand behalte. Jedes Mal denke ich, dass so ein blöder Baumstumpf ein Spieler ist mit weißer Kleidung, ey. Ach ja, übrigens, der Helikopter war leider abgeschlossen und in keiner Leiche lag ein Schlüssel. Deswegen denke ich mal, werde ich jetzt mein Fahrrad aufbauen und dann doch nochmal Richtung Airfield radeln und gucken, ob da vielleicht noch ein bisschen Action geht. Oh. Ha! Nein! Was zum... Alter, dein Scheiß Ernst, das ist genau das, was ich angesprochen hatte mit dem Ping-Lag. Boah, ich glaube es ja nicht, ey. Naja, meine Freunde, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten eben halt nicht. Ist ja euch überlassen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.